Was ist denn jetzt eigentlich mit Dünar passiert? Ich habe das nicht genau verstanden. Schau mal auch Richtung Elphadius, was der für eine Geschichte zu erzählen hat zu Dünar. Boah, ja, wenn ich dir das so genau sagen könnte. Ich habe von Ferdis gehört, die sich in die Tiere ihres Herrn, in Delfine, verwandeln können. In Situationen der höchsten Not oder auch wenn sie sehr erfahren und weise sind. Sie fühlen sich ihrem Gott dann sehr nahe. Ich weiß nicht, Dünar, er war jetzt nicht dem Schlechter der Felder geweiht, aber er hat ihn verehrt und das ist ganz schön. Und in dem letzten Moment, wo ich ihn gesehen habe, da, nun, er hat Kor schon alle Ehre gemacht. Weiß nicht, vielleicht wurde er in diesem Moment auserwählt als so etwas wie ein Avatar. Eine Verkörperung von Kor selbst. Wo könnte man denn mehr darüber herausfinden, ob das so ist? Ich meine, gibt es Chor-Tempel und wenn ja, wo? Klar gibt's Chor-Tempel. Echt? Ich Conjo. hab. Garret. Garret. Garret? Ja, stimmt. Ich glaube, das ist auch einer. Garret gibt seinen Chor-Tempel. Ein Kuntium, das ist ja wirklich gleich Conjo um ist die einer Ecke. der wichtigsten. Es gibt drei Stück, so, die richtig wichtig sind. Garret ist ja egal. Ne? Aber in Fazaar und in der Anfang und in Conjo. Und in Conjo ist der wichtigste. Okay. Das klingt auch wie was, was man herausfinden kann. Wollt ihr euch dessen annehmen, sozusagen, um zu gucken, ob das wirklich sozusagen mit göttlichen Geschichten, alten Aufzeichnungen oder so übereinstimmt? Ich werde mal mit einem Geweihten dort sprechen, ja. Vielleicht wissen Sie mehr. Ja, also haltet mich auch gerne mal auf den Laufenden, was da rausgekommen ist. Das würde mich mal interessieren. Ich gehe natürlich jetzt davon aus, unter der Bedingung, er grinst und zwinkert einfach da aber zu, dass wir hier lebend alle rauskommen. Und dabei hat Rodrigo so ein Lächeln auf dem Gesicht, was wohl allen Hoffnung machen soll. Ja, wovon aber selbst nicht ganz überzeugt ist. Also, ich verwandle mich in höchster Not in einen Delfin. Also, ich hoffe, dass mein Herr mich auserkoren hat und als würdig empfindet. Du bist so fett, Wahrscheinlich eine Ephadaios, du Schlange. verwandelst dich höchstens in Wal. Sagt Potro. Schaut man sich runter. Hey, ich bin jetzt vielleicht groß, aber ich bin nicht fett. Ein bisschen Bäuchlein ist er schon. Rodrigo grinst. Ephadaios ist bestimmt 5 Kilo genauso wie alle anderen in, abgenommen auf Maraskan in dem Essen. Ich hätte in Weiden bleiben sollen und zur Travierkirche gehen. Ich könnte jetzt meinen eigenen kleinen Tempel haben. Aber nein. Ich mag dich so, wie du bist, Honsoro. Ich mag mich auch so, wie ich bin, aber ich mag dich auch. Er streichelt ihn nochmal auf ganz offen über die Arme. Oh. Ja, Lan, was ist los? Du schaust so. Hast du schon eine Idee, wie du an das Geld rankommst? Weil ich wüsste jetzt nichts außer Geld leihen, wirklich, wie du schon sagtest, als gute Idee. Für, naja, in maximal 3 Stunden. Ich werde mir Vex Tempel wohl etwas leihen müssen. Und wenn wir wieder aufschließen mit Ratarazanin, werden wir ihm die ganze Sache vortragen und er wird diese Schuld sicherlich begleichen. Gibt's denn Fex, bekannte Fex-Tempel? Weiß da jemand was? Wascha, hier kommt doch aus der Richtung. Fex-Tempel immer bekannt? Ja, Eher ja, versteckt. versteckt. Rosti, das wüsste ich doch, oder? Du warst schon hier, dir sind. Würfel mal eine Gassenwissenprobe. Das ist erschwert um 3, weil du keine Ortskenntnis hast. Ansonsten, Potro sprach ja von diesen Gräulen bei der Nordlandbank. Aber wenn die zu komischen Konditionen leihen, kann man sich darauf einigen, bestimmt, dass Fexgeweihte zumindest jetzt hier irgendwie immer noch, ich weiß nicht, wie man es nennt, den Anstand wahren? Ich glaube, ich würde das so bezeichnen. Die Ordnung wahren. Die Ordnung wahren ist bestimmt ein guter Begriff. Sie sind schließlich Geweihte der Götter. Als solche sollte man ihnen wohl trauen können. Meistens. Du weißt, dass es wohl einen Fex-Tempel gibt. Der soll wohl direkt am Marktplatz sein. Glaubst du, bist schon mal dran vorbeigegangen. Waren aber noch eine ganze Menge Häuser und auch eine ganze Menge Tempel, aber es gibt wohl einen Fex-Tempel da. Also, als ich das letzte Mal dort war, meine ich, einen Fex-Tempel gesehen zu haben, direkt am Marktplatz. Das ist gut, dann könnt ihr uns ja sicherlich zielstrebig dorthin führen. Tja, wir werden mal gucken, wie viele der Natürlich. gehen lässt. Wenn er euch gehen lassen müssen würde, Wascha, das wäre schon gut. Das finde ich super. Und Und sobald wir sobald wir. bezahlt haben, knöpfen wir uns diesen Kapitän vor. Ich bin ja dafür, das Ganze eher fixisch anzugehen und dem Mann im Glauben zu lassen, dass alles gut ist. Ich glaube auch, ja, allein es ist nicht besonders gut, wenn er uns hier hinbringt und wir ihn direkt dann noch verraten, sobald er das Geld hat. Meinetwegen, wir haben vermutlich in Kunjomi keine Handhabe gegen ihn.
So leid mir das auch tut. Und denk an, was wir vorhin besprochen haben, wie praktisch es wäre, hier jemanden zu haben, der hier vielleicht auch noch andere Leute kennt. Ich meine, Jalan, sei mir sicher, der Typ scheint jetzt hier jemand zu sein, der gierig ist. Das ist nicht toll, aber das ist ausnutzbar. Und da muss man das eben für das Gute nutzen. Ich glaube, Fex würde das genauso sehen. Vielleicht solltest du über eine Karriere zu Fex geweihten hier nachdenken und anstreben, hm? Grinst Rodrigo jetzt böse zu dir. Sehr lustig. Eines Tages hängen die Heptarchen allesamt am selben Baum. Und dann geht's Leuten wie diesem Kapitän hier an den Kragen. Genau, dann räumen wir sozusagen mit solchen kleinen Übeln aus, die irgendwelche gierigen Arschlöcher sind. Ein fexgeweihter Ritter. Das ist die beste Tarnung, die ich je gesehen habe. Wie wär's mit einem fexgeweihten Preisgeweihten? Doppelgeweiht? Als fexgeweihter könnt ihr euch als alles ausgeben. Hey, verdammt, kann man sich eigentlich doppelt weihen lassen? Geht das? Gibt's das? Vielleicht ist die Reichsbehüterin ja in Wahrheit nur eine Fexgeweihte, die so tut. Ema? Also mir gefällt hier nicht, wie hier... Ja, kennst du noch eine Reichsbehüterin? Götter redet. Etwas mehr Respekt. Offen euch, mein Herr, Wohlgeborener. Ihr habt recht, verzeiht. Ihr habt recht. Ich denke, ich werde mich ein wenig ausruhen. Leutnant, Nonlus. Man kann nicht zwei Göttern so geweiht sein, wie ich es zum Beispiel dem Herrn Effert bin. Aber es gibt diejenigen, die sprechen nicht im Namen eines speziellen Gottes, sondern im Bunde, im Namen des Bundes, der Zwölfe. Das geht durchaus. Das verstehe ich nicht. Die sind dann 12 Götter geweiht? Also von allen Göttern? Sie vermögen nicht die Wunder zu vollbringen, die ich mit Hilfe des Herrn Efferts vollbringen kann oder die ein Eilusgeweihter mit Hilfe seines Herrn vollbringen kann. Aber nun, wenn die Götter zusammenwirken, können sie ganz eigene Sachen hervorbringen. Weiß es zumindest. Sag mal, sind eigentlich alle Geweihten so wie ihr? Nun, sie haben nicht so einen schönen Bart. Verdammt, guckt aber in seinem Regenbogenbart runter. Aber, naja, es gibt auch Frauen, wenn du das meinst. Nee, das meinte ich nicht. Guck ich mal so ein bisschen schüchtern an. Ich meine eher so, naja, so von allem halt. Vom Charakter. Und so. Es gibt kleine, es gibt große, es gibt welche, die sind still und es gibt welche, die sind laut. Bei den Effertgeweihten dort gibt es viele, die sind, naja, wie das Wasser. Manchmal Ebbe, manchmal Flut, manchmal Sturm, manchmal ist die See auch still. Naja, wenn du auf der Seeadler bist, dann lernst du erstmal zwei von meinen Brüdern kennen. Kannst du ein eigenes Bild machen. Also heißen die auch alle Brüder und Schwestern, wie bei den Maraskaner? Nun, wir sind eine Bruderschaft, so nennen wir uns. Aber nein, die sprechen wir eigentlich nicht immer mit Brüdern und Schwestern an. Im Hause des Herrn Effert, dort gibt es keine so strenge Hierarchie. Gibt zwar schon Ränge, aber... Wenn einmal diskutiert wird, dann nimmt keiner ein Blatt vor den Mund. Denn das ist nicht die Natur unseres Gottes. Und darf ich fragen, wie man das merkt? Ich meine, dass man weiter ist. Also ich meine, als Kind hat man da schon diese besonderen Gaben? Oder wann wusstet ihr, dass Effert euch auserwählt hat? Ich weiß jetzt, wie es bei mir war. Ich hatte immer schon so etwas wie Visionen. Naja, und als ich dann 12 geworden bin, also meine Eltern und ich, wir dachten, das sind einfach nur Albträume. Manchmal waren es auch gute Träume, aber... Naja, dann ist der Mann, der dann einst mein Lehrer und Meister werden sollte, zu uns ins Dorf gekommen und hat davon gehört und... Er hat darin mehr gesehen. Also... Nicht das Meer mehr, sondern er meinte, ich sei zu mehr berufen, als Perlentaucher oder als Schiffszimmermann zu arbeiten. Und dann? Nun, dann hat mich Piendo da Visteri, so war sein Name, hat er mich
in einem Monat später abgeholt und ich bin zu ihm in den Tempel gezogen. Meine Eltern waren natürlich unglaublich stolz. Meine kleine Schwester auch. Mein großer Bruder war da aber schon verschwunden. Naja, und dort habe ich dann gelernt. Lief auch ganz gut und wir haben zusammen die Inseln in der Gegend bereist und ja, was halt sehr fertig zu machen. Wir haben geholfen, wo der Fang ausblieb. Wir haben Fischernetze und Boote gesegnet. Ja, und dann eines. War es wieder etwas stiller. Aber irgendwas haben wir wohl falsch gemacht. Denn eines Tages, Herr Effert war wohl ganz erzürnt, schickte er eine riesige Welle. Ich war gerade gar nicht da. Landesicht! Oh. Landesicht. Ja, ich drücke euch die Daumen. Und Boscher, ihr versucht hier mit von Bord zu gehen mit Jala. Als wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre, dass ihr in die Stadt führen müsst. Habt ihr verstanden, dass ihr in Sicherheit seid? Ja. Gut, ich komme nach, sobald ich mit den anderen kann. Oder spätestens, wenn wir ausgelöst wurden durch Jalan. Aber Leutnant, ich war ja beim Eid dabei, ich habe ihn abgenommen. Wir werden hier nicht gehalten, bis der vereinbarte Zoll erbracht wurde. Wir können auch jetzt schon vom Schiff. Ich denke auch nicht, dass das nötig sein wird. Aber gut, machen wir jetzt auf nach oben. Vielleicht hat der Kapitän uns ein, zwei Worte zu sagen. Okay. Dass wir sie entdeckt werden und dich dann wieder mitnehmen. Werden wir wechseln, meine ich. Es kommt gegen an Deck. Ich will auch sehen, wie Kunchum aussieht. Ja, dann auf. Eine weiße Perle gleich ragt die altehrwürdige Hafenstadt zwischen den Wassern des Manadi vor euch auf, in warmes, gleißendes Licht der Breierscheibe getaucht. Mit Türmen, gespickte Mauern ragen groß und überbevölkert, lärmend prächtig auf, präsentieren euch das Tor in die Thulamitenlande. Zahlreiche Brücken überspannen das Manadi-Delta, buntes Gewimmel von flachen, gestarkten oder geruderten Booten, angetaute Hausboote oder riesige Hochseeschiffe. Charakteristische Dreiecksegel von Talukken, quadratische Zedraken und maraskanisch bunt bemalte Lorchas. Wenn ihr weiter und weiter auf den Hafen zulauft, könnt ihr die Straßen erkennen. Sie sind staubig und ihr könnt den ersten Gestank riechen, der von der Stadt zu euch herüber. Ja, hinüberkommt in einer Wolke gleich, in die ihr eintaucht. Es riecht nach Schweiß und Unrat. Ihr könnt die Möwen wieder über euch krächzen hören. Die Gewürze, den Geruch von Kamelen, die ihr auch auf den Straßen sehen könnt. Geschäftiges Durcheinander, überall verschleierte Sänften mit unbekanntem Inhalt, einige braun gebrannte, bettelarme Kinder oder hochgewachsene Krieger mit Säbeln, die hier hin und her gehen, geschäftiges Treiben, überall wie Ameisen. Hier pocht das Herz von Aventurien, einem Schmelztiegel gleich, Schmelztiegel aller Kulturen und das Schreien und die Rufe der ganz eigenen Sprache durch diese breiten Straßen. Willkommen in Concho. Beeindruckend sieht's ja aus. Schon so viel von dieser Perle hier gehört. Boah. Wir legen im Seehafen an. Gibt es denn mehr als einen Hafen? Selbstverständlich. Kunchum hat den Kriegshafen, die Hafenfestung, weiter unten den Fischerhafen, wir haben den Flusshafen. Kunchum ist riesig. Du brauchst eine eigene Karte, um dich in den Häfen zurechtzufinden. Na, ich hoffe doch sehr, dass ihr ohne zurechtkommt, denn ich nehme an, ihr werdet uns nicht freundlicherweise eine zur Verfügung stellen. Ja, mir ist doch egal, ob du dich... Naja, egal ist es mir nicht, er zwinkert dir zu. Ich hätte schon gerne mein Geld. Aber, wir legen ungefähr... Da, er zeigt einmal, mit seiner Hand auf einen freien Anlegeplatz, der wohl gerade frei geworden ist. Aber da werden wir anlegen. Die Seemänner nehmen dann auch nach einem kurzen Befehl den... Wind aus den Segeln und der Rest wird dann mit einem etwas kleineren Segel dann zurückgelegt, bis auch das dann eingezogen wird. Einige Taue, die rübergeworfen werden, bis man dann sich ranzieht, beziehungsweise die Leute das Schiff ranziehen und dann alles ordnungsgemäß verteut wird. Ich schaue währenddessen mal die Männer an. Also unsere.
So, wir sind also endlich da. Ich denke, wir können die gesamte Reise als hinter uns betrachten. Uns alle einigermaßen entspannen. Ich bin nicht unbedingt stolz auf alles, was wir getan haben. Aber wohl darauf, dass die meisten von uns halt wieder hier angekommen sind. Hey! Ja, dann, wenn dann die Planke raus ist, reiche ich dem Kapitän noch die Hand hin. Ja, du kannst auch sehen, dass er wohl sowas wie eine kleine Sanduhr in seiner Hand hat. Und wenn er dir die Hand gibt, grinst er dich wieder einmal verschmitzt an und dreht die Sanduhr auf den Kopf. Ihr habt euer Wort gehalten. Erwartet mich in 3 Stunden. Er nickt. Und du willst dich gerade zur Planke umdrehen, da kannst du sehen, dass wohl seine ersten paar Seemänner gerade über die Planke hinübergegangen sind, mit schweren Kisten beladen, irgendwelche maraskanischen Güter, irgendwelche Gewürze, Pflanzenteile, die rausragen. Schmuggelgut, bist ja nicht ganz sicher, zumindest machen sie gerade die Planke voll, sodass du die ersten 10 Minuten wohl gar nicht hinübergehen kannst, sondern da geschäftiges Treiben ist und wenn du sie jetzt nicht behindern willst, müsstest du warten. Zack. 10 Minuten später. Los komm, spring einfach von der Planke auf den Kai, das schaffst du. Ich meinte von der Regel. Das war auch ganz würfeln, aber ja, ich stelle mich tatsächlich auf die Planke und springe runter auf das Kai. Wenn ich im Wasser lande, ist es halt so. Ja, dann würfeln wir einfach mal eine Athletikprobe. Körperbeherrschung, oder? Körperbeherrschung, na gut, machen wir Körperbeherrschung. Beides möglich nach Wahl. Ich will eine Athletikprobe haben. Kannst du haben. Kurze Frage, wie tief ist denn das Wasser eigentlich da unter dem Schiff, wo wir jetzt gerade sind? Das ist Seehafen, dementsprechend ist das tief ausgebaut. Okay. Ja, da sind die, also Ballons hast du nicht, dementsprechend kommst du gerade dann auf den Planken an, geh ein bisschen unter dir nach, schwanken, aber du fällst nicht ins Wasser, wenn da jetzt der Steg anfängt zu schwanken. Ja, ich rudere noch kurz mit dem Arm, um mich zu fangen, um nicht auf der anderen Seite wieder hinunterzufallen. Dreh mich um. Grinse einmal schief. Und winke Wascher herunter. Ja, wir werden wahrscheinlich warten. Wartet euch! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich würde dir mal so ein Zeichen machen, fang mich auf. Und dann, hui, hinterher. Kann ich sie fangen? Ein Klammeraffe so. Wenn du sie fangen willst, klar. Also Wascher würfelt erstmal Athletik. Mhm. 5 Punkte. Sollten am besten überbleiben. Nö, dann heute darf noch gar nicht. Ja, dann nochmal versuchen, sie aufzufangen. Auch Athletik oder Körperbeherrschung? Nee, da kannst du eine Körperbeherrschung machen. Habe ich 2 Punkte mehr. 7 über. Ja. Dann soll das gerade eben so reichen, damit sie nicht ins Wasser fällt. Ja, Vorsicht! Wollt ihr denn ins Wasser fallen? Hui! Bisschen aus der Übung. Ja, Rodrigo dreht sich mal wieder um. Danke, Kapitän. Und will auch auf die Reling steigen. Ja, den fange ich nicht auf. Der scheint auch nicht sozusagen so springen zu wollen, dass du ihn auffangen musst, sondern der will ganz gerne für sich selber springen. Ja, ja, ich... Genau, mach erstmal. Gut, das reicht auch. Seht ihr, so wie Rodrigo müsst ihr das machen. Lasst euch das von ihm mal zeigen. Hm. Nee, so müsst ihr das machen. Und ihr seht, wie er gerade aus etwas von der Takelage losmacht, um sich an einem Seil langsam, gemächlich runterzulassen. Das ist ja langweilig, das kann doch jeder. Ja, aber man bricht sich wenigstens nicht seine Beine. Hm, Seefahrtprobe, Schwertung 5. Für eine Pferdiger kein Problem. Seefahrtprobe, Ja, will das ja bei Seefahrt lösen, nicht bei Athletik. Ist eine gute Idee und das soll belohnt werden. Bist du noch entrückt oder was ist das Problem? Wieso ja, wir? Richtig. Genau. Ja, während ihr dann allesamt auf dem Steg steht und euch 10 Minuten gespart habt, könnt ihr sehen, wie weitere Kisten dann eben von Bord gebracht werden und die ersten paar Kinder auf diesen Steg hinauflaufen, mit ihren großen, schmutzigen Händen, Staub im Gesicht und großen Krokodilstränen, die an ihn herunterlaufen. Wir haben Hunger, wir haben Hunger. So sagen sie auf Thulamidia. Also, wenn jetzt irgendjemand kein Thulamidia beherrscht, dann möge er das bitte einmal sagen. Gib mir eine Sekunde, ja.
Schau mal nach bei den Sprachen. Ich spreche in der Tat kein Wort Dolamidia. Kein Wort Dolamidia, dann wirst du hier richtig viel Spaß haben. Gucke ich mir Jalan an und sag, sie haben Hunger, aber wir haben doch selber nichts mehr, oder? Ich werfe den Kindern irgendwie einen Heller hin, nehme dann meine Börse und schiebe sie mir ganz tief ins Hemd. Warte, Ein warte. Heller? Wir sollten hier nicht so auffällig Geld verteilen, wenn wir dem Kapitän noch so viel schulden. Es ist ein Das Kind, Kupferstück. das Nur als Kind, Tipp. was wem du jetzt diesen Heller zugeworfen hast, rennt dann auch mit großen Schritten wieder zurück über den Steg und du kannst dann sehen, wie es diese Kupfermünze nach oben in den Himmel hält, während das dann über den Steg hinüberrennt. Das sehen wohl noch ein paar andere Leute, nicht unbedingt nur Kinder, sondern auch andere Bettler. Und die kommen auch auf den Steg zu. Ich wusste es. Jalan gibt hier keinem was. Lass ihn nicht einfach machen. Die Folgt Herrin mir. Travia lehrt uns, dass wir den Armen gegenüber gütig sein sollen. Aber jetzt gerade sind wir selber die Armen, weil wir ganz viel Geld brauchen und Wir keins haben so haben. viel Hunger, Herr. Ganz viel Geplapper, du verstehst das nicht, was sie sagen, Jalan. Nur Geschwätz und Ephataios kann auch Catulamidia verstehen. Ich Aber nicht brech und Dolamidia. ihr könnt an den Gesichtern sehen, dass sie Hunger haben, dass sie sehr, sehr arme Leute sind und sich nicht mal Schuhe leisten können. Ich würde Jalan mal auf Tulamidia den Satz beibringen, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Das muss erstmal reichen. Ja, den Die wiederhole ich Kinder, dann. die wissen auch sicher, wo der Fax-Tempel ist. Ich meine, wenn sie uns hinbringen, dann können wir ihnen doch eine Mahlzeit Ich spendieren, weiß, wo der oder? Fax-Tempel ist. Gut, dann führt er uns. Ja. Rodrigo zieht seine Streitaxt, damit man die rausziehen kann, legt sie sich aber sozusagen über die Schulter, dass auch jetzt hier nicht irgendwelche Leute außerdem verletzt werden, und läuft den anderen hinterher, macht sich aber mit den Ellbogen ziemlich viel Platz. Das heißt, wenn Leute zu nahe kommen, dann kann es schon mal passieren, dass man einen Ellbogen abbekommt von den Bettlern. Aber nur wenn Ja, sie direkt zu nahe kommen. du kannst auch sehen, wie einige Kinder, also du bist dir hundertprozentig sicher, dass du sie nicht getroffen hast, aber sie springen dann wirklich so zur Seite, dass sie ins Wasser fallen, schreien dann laut, es gibt weiteres Geplatsche. Einige weitere Seemänner schauen das zum Teil belustigt an, zum Teil allerdings auch nach dem Motto, ah, warum schubst du jetzt diese kleinen Kinder ins Wasser? So, und jetzt brauche ich einmal von Wascha, weil sie die Gassenwissenprobe führt, eine Gassenwissenprobe, damit ihr hier ohne Zeitverlust drüber vorbeikommt. Der Schlingel ist in Gareth hier. Du bist nicht ortskundig, richtig? Bist du nicht. Nee, das hatten Also, wir letztes Mal diskutiert, ob ich das noch kaufe oder nicht. du kannst es nachkaufen. Irgendwas. Wenn du die Abenteuerpunkte jetzt bezahlst, könntest du es nachkaufen, weil du hier schon warst. Nee, das mache ich erst. Also, ich glaube, ich weiß es nicht Kannst auch mehr. Machen später wir erstmal kaufen. ohne. Ist Okay, egal, machen dann wir später. Gassenwissen plus 5. Es geht hier tatsächlich immer noch nur darum, dass du hier am Steg vorbeikommst. Ey, es gibt's heute überhaupt nicht, ne? Hast du nicht noch einen Es Chippy? ist so frust. Nein, ich habe einfach keine Lust. Ich habe jetzt schon den 100. Wurf verkackt. Ich will den Chippy nicht dafür ausgeben. Ja, Alles andere verkacke ich ja heute auch. es dauert ein bisschen und dann steht ihr am Steg. Vor euch ziemlich, ziemlich große, riesig aufragende Lagerhäuser, ein paar Söldner, ein paar Stadtwachen, die hier herumstehen. Die Straßen sind sehr, sehr breit, fällt euch auf, aber sie sind auch sehr, sehr vollgestellt. Nicht nur mit Waren, sondern auch mit irgendwelchen Zelten oder mit irgendwelchen Verkaufsständen, die hier aufgebaut worden sind. Mitten auf der Straße, wo sie nicht hingehören, und einige Leute, die dann auch wohl diskutieren und sowas wie ein Ordnungsamt hier bilden, versuchen die Leute dann wegzubringen. Aber wenn sie dann es schaffen, den einen Markt schon abzubauen, werden schon in der Zeit zwei neue gebaut. Einige Leute laufen auch mit Bauchläden umher und versuchen euch Dinge anzubieten. Es ist ihnen auch herzlich egal, dass ihr kein Geld habt, aber ihr werdet trotzdem belästigt. Ich Und nicht sprechen, oder Media. genau. Ja, nach etwa 10 Minuten seid ihr an den Lagerhäusern vorbei. Und ja, okay. Das erste Ding ist geschafft. Ihr wisst jetzt irgendwie, wo der Schmuggler angelegt ist. Und ihr konntet dann auch alle von diesem Boot runter, ohne dass ihr da weiter behindert worden seid. Ja, jetzt muss es zum Fax-Tempel gehen. Wascha kennt grob die Richtung. Also sie weiß eben, dass es am Marktplatz ist. Aber das ist natürlich eine ganze Zeit. Ihr könnt euch das mal abmessen. Wie gesagt, das Ganze ist geeicht. Und das ist wohl mehr als ein Kilometer, weiß zumindest Wascha. Und durch die bevölkerten großen Straßen mit den vielen, vielen Händlern und den vielen, vielen Bettlern. Ja, dann seid ihr sicher, dass wir alle zu viert gehen sollten. Vielleicht sollten wir zwei verschiedene Anlaufpunkte nutzen, um Geld, naja, nach Geld zu fragen. Wisst ihr, wo die Nordlandbank ist? Frosty, weiß ich das? Willst du Bitte dann nochmal bedenke, eine?
Guasha hat nicht genug Geld, um jemals dort gewesen zu sein. Also wenn ich es irgendwo hätte sehen können, dann war ich wahrscheinlich noch nie dort. Bist du wohl in dem Gewirr nicht vorbeigelaufen? Nee. Leider nicht. Aber vielleicht können die beiden ja nach der Nordbank schauen. Oder ihr beiden und wir gehen nach dem Pextempel schauen, sodass wir uns wenigstens etwas aufteilen. Ihr könnt euch auch ruhig fragen. Wenn ich jetzt zur Nordlandbank gehe, werde ich nicht mehr reingelassen, so wie ich jetzt gerade aussehe, mit meiner Lumpenkleidung und verfault und alles. Wandrige, sprichst du Tulamidia? Natürlich spreche ich Tulamidia fliegen. Dann würde ich sagen, teilen wir uns auf, weil wir die Sprache beherrschen. Und fragen wir uns eben durch, dann gehst du mit Yalan zur Nordlandbank und ich gehe mit Epadaios zum Pextempel. Eine Sinnschärfeprobe bitte von euch allen und sie ist erschwert um 5. Okay. Glück habe ich das gesteigert. Ich werd nicht. Achso, das kann doppelt sein. Es ist so frustrierend, ne? Man jeden Wurf verkackt einfach. Epadaios und Yalan, ihr könnt eure Köpfe ein bisschen zusammenstecken. Ihr müsst den anderen jetzt zu verstehen geben. Warte, ich schreibe euch das mal. Rodrigo und Wascha können sich schon mal weiter unterhalten. Wascha, wir müssen, also selbst wenn, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber wenn ich mir Geld leihen wollte, glaube ich nicht, dass ich so, wie ich jetzt hier stehe, Geld bekommen würde, egal wo. Ich muss mir erstmal Kleidung besorgen. Aber bei Yalan sollte es doch allein durch den Namen funktionieren, aber er spricht die Sprache einfach nicht. Vielleicht, wenn du mit ihm gehst, dann kannst du zumindest etwas übersetzen. Und ich gehe derweil mit Epadaios in den Fextempel. So wie wir lumpenmäßig aussehen. Ich weiß nicht genau, wo rauskomme, aber ich werde mit ihm dahin gehen, wohin er will. Wir haben momentan noch nicht viel Geld, um neue Kleidung zu kaufen, oder? Ich glaube, wir haben ein anderes Problem. Was denn? Lasst es euch nicht anmerken, guckt mich weiter an. Ja. Was denn? Über meiner rechten Schulter, hinter mir, seht ihr die zwei riesigen Typen, das sind Torvaler bei ihren blonden Haaren. Ja. Die haben uns hier schon, seit wir hier um die Ecke gebogen sind, haben die uns die ganze Zeit nicht mehr aus den Augen gelassen. Sicher, dass sie nicht vielleicht zum Kapitän irgendwie gehören, dass er sie hier kennt und nur sicher sein will, dass wir nicht einfach abhauen? Ihr erinnert euch noch an die wir auf dem Piratenschiff getroffen haben. Warum verfolgen die uns? Ich meine, wir sind zu 16. Die kenne ich nicht, keine Ahnung. Jetzt gerade sind wir nur zu viert. Okay, wir sollten uns aufteilen. Dann sehen wir, ob sie uns nachlaufen, wenn sie sich auch aufteilen. Rodrigo, kommt ihr mit mir? Ja, wohin willst du, Yalan? Zur Nordlandbank. Ich nehme an, wir können also Battlekind oder so. Gut. Battlekind oder so befragen. Und Wascha, ihr schaut mal, ob ihr im Fextempel etwas erreichen könnt. Ja. Wenn ihr seine Gnaden der Fadaios mitnehmt, sollte sich das vielleicht machen lassen. Wenn ihr mitfahren würdet. Dann beeile ich mal. Aber denk dran, ich bin nicht so klein und zierlich wie du. Ich passe nicht durch jede Ritze. Erlaubt ihr mir, dass ich eure Hand biege? Ausnahmsweise. Das soll ja Glück bringen. Ob wir wohl bei Störrebrand nachfragen könnten? Ich nehme deine Hand und wusel mit dir durch die Menge. Du merkst auch ziemlich flink und immer wieder hier und da im Ellbogen ausweichend, anscheinend schon gewohnt, in solchen Umgebungen unterwegs zu sein. Also, wohin wollt ihr zuerst, Yalan? Wo soll ich fragen, wo es zu ihm geht? Denn ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in der Stadt, ich muss mich hier durchfragen. Ja, ihr habt doch mal erwähnt, ihr habt als Söldner gearbeitet, richtig? Yalan, du kannst auch direkt vor dir sehen, steht vor einer ziemlich großen Lagerhalle, wo dann auch draußen verkauft wird mit Gittern, die da angebracht sind, wo man dann Sachen durchreichen kann. Da steht auch der große Name Störrebrand drauf, also du stehst dann wohl genau davor. In garetischen Buchstaben oder in tulamidischen? Das ist wohl beides. Störrebrand ist clever.